Neue Woche. Angriff! Angriff! Ja! Das heißt, es geht wieder los. Ich ziehe mich um. 8 Kilometer stehen auf dem Plan. Ich starte mit Johann heute in die neue Woche. Und wer sich fragt, wie das Wetter hier in Köln ist, weil ich glaube, viele haben hier so eine Weight Penalty. Hier ist kein Schneeproblem. Minus 2 Grad, ist ein bisschen kalt und alles ist gefroren hier. Aber ja, wie sieht es bei dir aus, Bocki? Wie neugeboren, ab geht's. Tag 8 meiner Expedition. Ich kämpfe mich durch Schnee und Eis. Seit Tagen keine Zivilisation, keine Menschen. Nur Spuren von Eisbären, Tigern und Elefanten. Ich weiß längst nicht mehr, wo ich bin. Die Tage kann ich auch nur anhand der Nächte noch nachvollziehen. Gefühl für Zeit und Raum ist längst verloren gegangen. Gefühl, keine Ahnung. Das hat alles hier nichts mehr mit Laufen zu tun. Nee, Spaß beiseite. Tag 8, Wettbewerbsverzerrung. Ist längst eingekehrt, Stangenburg läuft mit Kumpel Ackermann bei schönstem Wetter in Köln und ich kämpfe mich hier durch die Scheiße im Schnee. Also nicht die Scheiße im Schnee, ihr wisst, was ich meine. Also weitermachen. So, ich habe mich nur kurz entschieden, Pause zu machen, weil ich habe gehört, dass Eisbäder was bringen sollen. Deswegen, ich springe hier mal ganz kurz rein, mache mich ein bisschen frisch und dann geht es auch gleich direkt weiter. Fuck, Scheiße. Das ist echt ein Eisbär. So, jetzt fängt es hier auch an zu schneien. Man sieht es hier auf der Mütze. Und Autopause. Hier ist Feierabendverkehr. Angriff! Angriff! Ja! Challenge gewonnen. Jetzt kann ich die Februar-Challenge beenden. Den Sprint gegen Johann Ackermann. Da erfolgreich. Da kommt er vorbei. Oh, der Schwimmcoach! Er schwimmt vorbei! So, 8 Kilometer im Kasten. Ich habe schnell das Handy nochmal geholt hier. Ihr seht es, 5,09er Schnitt und genau 8 Kilometer gelaufen. Also, ich habe schon auf Instagram gepostet in der Story. Ab heute wird kein Meter mehr zu viel gelaufen. Alles gespart werden für Woche 3 und 4. Dienstag, Tag 2 der Woche. Das heißt 9 Kilometer und schaut es euch an, Leute. Die Sonne scheint, richtig geiles Wetter, blauer Himmel. Hier über Köln. Das Einzige, was ist, kein Schnee hier, aber minus 7 Grad. Also warm anziehen hier, Mütze auf und los geht's. Die 9 Kilometer sind auch geschafft und zwar in 46, 58, 5,13er Schnitt. Jetzt wird hier jede Regenerationsmaßnahme, die es gibt, ab sofort in Gang gesetzt, habe ich ja schon gesagt. Und Bocki, du hast hier was vergessen. Was für dich scheiße ist, und zwar deine, aber für mich gut. Dann kann ich schneller regenerieren. Brauche ich nur die Hälfte der Zeit. Danke. Weiß gar nicht, warum ich vorher noch nicht zwei hatte. Das macht gar keinen Sinn mit einer. Vielen, vielen Dank, Bocki. Wirklich. Danke. Wie lange muss man das eigentlich machen bei einer Stelle? Das hätte ich David mal fragen sollen. Vielleicht weiß einer von euch, wie lange muss ich einen Muskel mit dem Ding behandeln und verkürze ich die Zeit, wenn ich dies mit zwei mache, würde ich mal gern wissen. Oh ja, hier ist schon was zu. Oioioioioi. Ich sehe schon, der Trend geht zur Zweitmassagepistole. Fertig massiert, bis morgen. Das habe ich gestern vergessen, es aufzunehmen. Bin gestern Abend gelaufen, 10 Kilometer. Bisschen zu schnell, 4,30, 4,33, 4,34, ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du nochmal einblenden hier als Screenshot. Und jetzt gerade war ich mit dem Coach laufen. Richtig, Bock'n'Roll Coaching. Wir haben auch nach dem Lauf nochmal wieder eine Episode aufgenommen. Die verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch nochmal anschauen, was der Coach aktuell zu meinem Training sagt und zu meinem Formzustand und wie es so gelaufen ist. Also war richtig geil. Ja, jetzt sind wir zweistellig. Morgen geht's weiter, 12 Kilometer. Jetzt ja, hatten wir gesagt, kommen die angenehmen Kilometer. Irgendwie jeden Tag so 45 Minuten bis eine Stunde Sport machen, bis jetzt richtig geil, nichts tut weh, ich hämmer weiter, mach weiter, fange schon an mit Eisduschen, das mache ich jetzt wieder ab in die Dusche, bisschen kaltes Wasser drauf und ja, dann
läuft es hoffentlich weiter so gut wie bisher. Ich kann noch und sitze noch auf dem Sofa und hier ist schon wieder geiler Sonnenuntergang. 12 Kilometer, 5er Schnitt, lief gut. Es wird aber langsam länger und ich habe jetzt erst realisiert, okay, es ist die zweite Woche. Man merkt jetzt schon, dass es länger wird, ist immer noch geil und macht Spaß, aber da kommen noch zwei Wochen, wo das nochmal jeden Tag mehr wird. Ja, tolle Idee. Tolle Idee hatten wir da. Ich mache mich wieder bereit, die Mütze ist auf. Es ist kalt, aber bestes Wetter, die Sonne scheint, keine Wolke am Himmel. 2 Grad oder minus 2 Grad? 2 Grad. Geil, nicht mehr minus gerade. Also langsam kommen in Köln schon Frühlingsgefühle. 13 Kilometer stehen auf dem Plan und die werden jetzt gelaufen. Der Lauf ist rum und jetzt geht es die Woche weiter hier. Oh, dass alles wieder locker ist für morgen. 14 Kilometer. So langsam spürt man, dass man jeden Tag Sport macht. Ich glaube, der Respekt, den ich hatte, den hatte ich zurecht. Ich merke auch schon, die Muskulatur ist nicht mehr super locker. Ich hämmer jetzt hier noch ein Viertelstündchen, halbes Stündchen. Mal gucken. Und dann geht es morgen an den letzten Tag der Woche, dann ist Woche 2 rum. Dann ist es noch 2 Wochen und es wird noch schlimmer. Achso, noch eine Sache. Wenn irgendjemand von euch noch gute Regenerationstipps hat und irgendwie vielleicht schon mal so einen Streakrun gemacht hat und irgendwas uns sagen kann, was hilft, bitte alles in die Kommentare und her damit. Egal was, egal wie abstrus, alle Ideen in die Kommentare. Ich habe schon überlegt, so mit Kompressionsstrümpfen zu schlafen oder sowas. Also hat Coach Bock'n'Roll ja auch schon gesagt, Ganzkörperkompressionen. Vielleicht probiere ich das als nächstes. Tag 14 ist geschafft. Es ist Sonntag. Ich war laufen 14 Kilometer. Und zwar insgesamt diese Woche jetzt 77 Kilometer. Und gestern und heute mit Kilometer 13 und 14 realisiert man langsam wirklich, was das heißt. Weil auch 14 Kilometer heute ist ja jetzt schon eine Stunde 10 laufen oder ist schon lang. Wenn man sich das aber anguckt, letzte Woche waren es 28 Kilometer, diese Woche schon 77 Kilometer. 77 Kilometer ist für mich schon eine richtig, richtig heftige Laufwoche. Also ich bin bei unserem Pushing Limits Festival 100 in 8 Tagen 100 Kilometer gelaufen, aber sonst weiß ich nicht, wann ich davor 77 Kilometer gelaufen bin. Nächste Woche 126, danach 175. Also ja, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an gesagt, das Ding wird richtig tough und ich bin immer noch super gespannt, bis wo wir kommen werden. Ich kommen werde, Bocky kommen wird, ich kann es nicht sagen. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, das Ding wird auf jeden Fall noch richtig, richtig tough. Es ist immer noch, ich habe richtig Bock auf Laufen und es ist, eigentlich wird es von Tag zu Tag, oder ist es aktuell noch so, dass ich immer mehr Lust habe zu laufen. Das macht mir richtig Laune. Das Wetter ist auch genial, blauer Himmel, keine Wolke am Himmel. Ist zwar kalt, aber es wird die nächsten Tage auch noch wärmer und macht richtig Laune, aber du merkst langsam, dass hier eine kleine Stelle Muskulatur hart wird, da wird es härter und meine Vermutung und so wie es normalerweise immer ist, es wird ja jetzt nicht besser, wenn du jeden Tag läufst. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und ja, wir nehmen euch hier mit. Bocky hofft, glaube ich, dass der Schnee endlich bei ihm aufhört. Der hat es noch ein bisschen schwieriger als ich. Hier gibt es ja Gott sei Dank keinen Schnee. Morgen laufen wir zusammen 15 Kilometer, bevor wir ins Büro gehen. Und dann schauen wir mal, wie es ihm geht. Ich frage da einfach mal nach. Also, schönen Sonntag euch und bis nächste Woche. Und noch ein kleiner Nachtrag. Also erstmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr noch nicht habt, hier den Kanal abonnieren. Hier das nächste Video angucken, ne? Oder das, was davor ist. Was auch immer, das Wichtigste dabei, dass ihr den Kanal abonniert. Und in nächsten Woche schon mal als kleiner Spoiler, gibt es ein bisschen was zu Laufschuhen, also welche Schuhe suche ich mir für die Challenge aus, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Als kleiner Spoiler schon mal vorweg, Carbon-Schuhe sind für diese ganze Aktion vielleicht nicht die allerbesten. Warum? Dann nächste Woche mehr. Tschö, tschö.